Im Dialog Außenwand im Register Allgemein wird Ihnen links oben angezeigt, was für eine Wand Sie markiert haben. Sie sehen daneben die Wandstärke, den Wandwinkel und den in der Regel auf 0 stehenden Versatz. Darunter werden Ihnen die Wandlängen angezeigt. Dies erfolgt getrennt für die positive Seite, im Grundriss mit Plus markiert, die negative Wandseite und die Achse. Berücksichtigen Sie bitte, dass alle weiß dargestellten Bereiche lediglich der Anzeige dienen. Im unteren Dialogbereich finden Sie Wandeigenschaft übernehmen für. Hier ist voreingestellt aktuelle Wand. Sie können hier noch auswählen, alle Wände des gleichen Wandtyps im aktuellen Geschoss, in allen Geschossen oder in allen Geschossen außer dem Keller. Wenn Sie dies tun, gelten sämtliche Einstellungen, das betrifft auch Eigenschaften, Darstellung im Grundriss, Material, Vermaßung und Vorsatzschale, nicht nur für die markierte Wand, sondern die Eigenschaften werden entsprechend übernommen. Im Unterschied zu den Dialogen für Wandscheiben und Innenwände sehen Sie hier in der Mitte des Dialoges keine Höhe der Wände, da die Höhen automatisch aus dem Geschoss kommen bzw. die Außenwände automatisch mit Dächern verschnitten werden. Sie können, wenn Sie den Auswahldialog links oben öffnen, auf die gesamten hinterlegten Außenwände zugreifen und sind in der Lage, mit einem Klick eine andere Außenwand auszuwählen und diese ganz einfach mit OK zu übernehmen. Es kommt automatisch die Frage, ob die positive Seite, die negative Seite verschoben werden soll oder ob die andere Wandstärke sich mittig auswirken soll. Wir sagen einfach mal, wir wollen die negative Wandseite, was bei den Außenwänden immer die Außenkante ist, verschieben, sagen OK und haben an der Stelle sowohl unsere Vermaßung auf 46 cm, unsere Hausgröße hat sich entsprechend verändert und wir haben durch die Auswahl der Wand ebenfalls sowohl eine mehrschalige Wand ausgewählt, als auch, wir sehen das hier, bei den Öffnungselementen uns für eine Darstellung der Fenster mit Anschlag entschieden. Wir machen das Ganze einmal rückgängig, gehen noch einmal in den Dialog für Außenwand in das Register allgemein hinein und nehmen einfach nochmal die 46er Wand, stellen jetzt ein, dass wir diese Veränderung für alle Wände des gleichen Wandtyps in allen Geschossen außer dem Keller vornehmen wollen. Wenn wir jetzt OK sagen, kommt die gleiche Frage. Wir sagen, wir vergrößern das Haus nach außen, verschieben also die negative Seite, sagen OK. Jetzt kommt die Frage der Übernahmevarianten, Material, Vorsatzschale, Versatz, Vermaßung. Wir haben nichts weiter geändert, deswegen klicken wir auch nichts an, sagen OK und haben jetzt das gesamte Haus über alle Geschosse, außer dem Keller, auf unsere 46er Wand umgestellt, haben überall unsere Anschlagsdarstellung bei Fenster- und Terrassentüren und haben das Haus entsprechend nach außen vergrößert. Berücksichtigen Sie bitte, dass das Dach an seiner ursprünglichen Position geblieben ist. Das heißt, die Dachüberstände sind jetzt um den Versprung nach außen geringer. Wir sehen, wir haben jetzt ein Haus mit 11,19 Meter. Wieder einmal rückgängig gemacht, Wand markiert, rechte Maustaste, wieder die 46er ausgewählt, wieder gesagt für alle Wände in allen Geschossen außer Keller. Und jetzt machen wir eins, wir stellen hier einen Versatz ein. Ich sage mal einen Versatz von 10 cm. Bei der Übernahme wieder die negative Seite und wir sagen beim Übernehmen, es soll ebenfalls der Versatz übernommen werden. So, wir haben wieder alles umgestellt und wenn Sie hinschauen, die Hauslänge ist jetzt nicht 11,9, sondern 10,99. Das heißt also, wir haben hier in einem Atemzug sowohl die Außenwände ausgetauscht, als auch die Größe des Hauses entsprechend geändert. Sie sehen, dass dieser Versatz nach innen gerechnet wird.